Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, heute wollen wir auf jeden Fall mit den Crops arbeiten, weil da wollen wir einiges verbessern. Und ich habe schon mal eine Zelle in der Hand. Ich habe es zwar schon mal gemacht, aber ich möchte es natürlich euch auch zeigen. Und werde ich natürlich auch öfters brauchen. So, ich gehe jetzt mit einer Wasserzelle in den Extractor und lasse die schon mal reinlaufen. Dann kriege ich am Schluss eine Hydration Cell raus. Den nehme ich mir auch gleich mit. So, was wir noch brauchen, ist auf jeden Fall Seed Oil. Denn dieses Seed Oil, muss ich nur gucken, dass wir auch das Richtige haben. Seed Oil. Brewing Machine kann ich mir noch nicht leisten. Distillery macht momentan keinen Sinn. Und ich brauche den im Assembler. Genau, in diesem Ding da. So, und dafür brauche ich Dirt und Sand. Und den gehe ich jetzt mir mal holen. Denn wir möchten diese wunderbare Felder herstellen. Denn die haben Vorteile. So, das heißt, dass ich gehe jetzt erst mal hier hin. Nehme mal einen Stack Sand raus. Dann gehe ich mal ein Stückchen weiter. Nehme ich mir einen Stack Erde raus. Wie gesagt, ich bin immer froh, dass da keine Physik gibt. Weil das wäre schon sowas von runtergekommen. So, lasse ich mal die Steine da. Jetzt haben wir schon mal das. Und ich nehme noch Spider-Eis mit. Stück habe ich, nehme ich mal 5 Stück mit. Müsste hoffentlich reichen. Weil das ist nämlich sozusagen das dritte, was wir noch brauchen. Solange ich es nicht vergessen habe. Also hoffe, dass ich auch alles da habe, dass ich es herstellen kann. Wie gesagt, mit dem Teil, da müssen wir auch demnächst weitermachen. Das heißt, ja, wenn jetzt dann sozusagen, dass da immer mehr fertig wird, muss jetzt das da auch als nächstes das Laufen anfangen, damit wir halt, ja, sozusagen eine vernünftige Basis haben, die Erzverarbeitung aufzubauen. Dass ich auf jeden Fall auch noch alles im Visier habe. Und das ist sogar eins der wichtigeren Sachen. Also es kann sein, dass wir Dungeon erst dann machen, wenn das auch fertig ist. So, das heißt, wir hauen mal in den Maserator die Spider-Eis rein, dass die schon mal durchlaufen. So, dann brauche ich ja jetzt sozusagen im Assembler Assembler brauche ich Seed Oil 5 Liter. Melon Seeds machen 10 Liter. Normale Seeds auch. Also ich hätte mal gesagt, ich schaue mal, dass ich am besten Wheat kriege. Müsste ich hoffentlich draußen haben. Dass ich genau verwenden kann, muss, wenn wir sehen. So, 5 Stück habe ich. So, Pumpkin Seeds sind. Auch 10. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was. Das muss ich jetzt nochmal schnell gucken. Das war im Fluid Extractor. Fluid Extractor, glaube ich, habe ich daneben stehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Fluid Extractor.
Richtig. So, dann hau ich dich jetzt schon mal da rein. Und ich hau schon mal alle 10 rein. So, und dann lassen wir mal laufen. Und wir bekommen jetzt raus Gartensoil. Das ist auch, glaube ich, ein Teil der Quest. Genau, 16 Gartensoil brauche ich. Item Output kann ich machen. So. Und ich habe mal 64. Und 48 könnte ich nochmal machen. So. Speed up your Fertilizer. Der Fertilizer, wie stelle ich denn den her? Ein Dehydrator. Im Extractor kann ich Darkwood reinschmeißen. Im Mixer Sand, Wood Pulp und Dirt würde eventuell gehen. Ja, muss ich, geht auch nicht anders am Anfang. Dann werde ich das nämlich jetzt mal machen. So, jetzt muss ich nur wissen, wie viel. So, Fertilizer. Das bist du. Dirt und Fertilizer. Ach so, da mache ich Humus draus. Ah nein, ich möchte Fertilizer herstellen. Hier Sand, ein Dirt. Und 16. Das heißt, wir dürfen noch mal nach hinten. Wir müssen wieder Sand holen und Erde. Wobei, nein, ich schau mal, wie weit das mir hier Erde und Sand verbraten hat. Nicht, dass ich nach hinten renne und sage, ja super, ich hätte noch was da gehabt. Oder ich hätte vielleicht sogar noch mal was gebraucht. Ja. Vielleicht sogar noch mal was. So, das heißt jetzt an auch für mich, weil ich ja, wie gesagt, heute mit den Sachen arbeiten will. Das nächste, was ich jetzt dann bauen muss, ist auf jeden Fall einen Abfalleimer, einen Item-Abfalleimer, dass ich die ganzen Seeds, die ich nicht mehr brauche, wegschmeißen kann. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich diese Seeds auch verflüssigen kann. Falls es nicht gehen sollte, wäre es schade, falls Dream zuguckt. Wäre eine Anregung, dass man auch diese Seeds aus IC2 Crops sozusagen zu Seed Oil verarbeiten könnte. Halt, wo will ich denn hin? Ich will dahin. So, das heißt jetzt, um dich herzustellen, brauche ich Dirt, Wood Pulp, Sand. Außen, ja, er läuft. Er hat es noch nicht gemacht, wo ich drin war. So, wir haben 16 Fertilizer. Den haben wir auch. Auch hier ist die Quest completed. Oh, und jetzt haben wir noch als ein letztes Inkredenz. So, jetzt haben wir noch einen Grind Powder. Und den Grind Powder. Nee, ich glaube, dann habe ich mir das falsch angeguckt. So, halt, Weed schreibt man nicht mit 2 Ws, sondern mit 2 Es. So, Weed Eggs.
Doch, das macht man mit Strong Personalis Brew in der Fluid Canning Machine. Empty Spray Can. Das heißt, sie brauchen eine Zelle und Redstone im Assembler. Machen wir mal gleich. Ob das so einfach funktioniert, weiß ich nicht. So, mein Problem wird jetzt sein, ich bräuchte jetzt einen Fluid Canner. Der Fluid Canner ist hier. Okay. Und das Grind Powder mache ich in der Brewing Machine. Ja, Brewing Machine habe ich noch nicht. Und dafür fehlt mir, ja, Kleinigkeit. Das musste ich erstmal in Soundcraft erforschen. Da habe ich ja schon wieder wegen was zu tun demnächst. So, aber wir haben schon mal eine Empty Spray Can. Das heißt, ich kann schon mal abfüllen. So. Und was hat jetzt das für einen Vorteil? So, wir fangen jetzt mal an. Räume jetzt sozusagen die hier weg. Und setze das dahin. Hat ein bisschen was von Agricraft und von einem Garten. Von dem Kompostgarten, was ihr noch aus eigentlichen Modpacks kennt. So, das heißt, ich kann jetzt hingehen. Habe jetzt hier mein Crop. Pack das mal alles um. Und auch weg. Bevor ich das mache, muss ich noch was bauen. Und zwar, es gibt noch ein Werkzeug. Da kann ich mir den da nämlich schenken. Und zwar den Spade. Dafür brauche ich eine Dance Plate. Ha! Dance Plate ist aber Scans Plates. Dafür brauche ich eine Bending Machine. Vielleicht kriege ich sie hin. Wir werden sehen. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall mal davon 8. So, das heißt, ich hau jetzt mal alles raus, was ich hoffe, dass ich nicht brauche. So, dann habe ich ja da draußen, glaube ich, meine Kiste, genau, mit dem Kupferkabel. Und was brauche ich für eine Bending? Ich vermute, für eine Bending Machine werde ich brauchen 2 Motoren, 2 Pistons. Okay, die 8 habe ich. Das heißt, ich brauche 2 Rods, 4 Rods, 6 Rods, 8 Rods. Also 4 mal Aluminium brauche ich schon mal alleine so. Ich glaube, ich werde gleich nochmal mein EBF anschmeißen müssen. So, weil ich brauche ja dann nochmal 2. Dann habe ich schon mal das. So, und mein Problem ist ja, ich brauche dann noch die Small. Die haben wir auch gleich rein. Sind die auch schon mal weg? Dann habe ich das schon mal alles. Halt.
Lass den bitte da, danke. Oh, wichtig ist jetzt eigentlich, dass ich die Bending fertig kriege. So, das heißt, ich habe jetzt schon mal auf jeden Fall dabei das. Und ich habe dabei das. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall nochmal 6 Aluminiumplatten für das. Ich glaube, ich habe noch 7, dann könnte es reichen. Ich habe da aber eine Vermutung, dass wir das Kabel nicht reichen wird. Du mal bitte rein. So, haben wir das. Kommt das. Dann haben wir schon auf jeden Fall mal das. Dann brauche ich jetzt als nächstes hier meine 9. Und mein 1. Und dann kann ich schon mal mein Kupferkabel nehmen. Mich ärgern, dass ich den 8er drin gelassen habe. Oh, ein bisschen Stromverschwendung. Macht ja wirklich nur Sinn, wenn man das tonnenweise braucht. Ich bin jetzt gerade beim Überlegen. Also ich habe auf jeden Fall mal Maschinenhall. Und ich brauche ein Kabel. Dann entführe ich die 2 schon mal. Also du kommst dahin und du kommst dahin. So, der Wrench kommt drüber. So, Good Circuits habe ich noch ein paar da. Habe ich hier 8, jetzt habe ich 11. Wir werden es gleich wissen, ob es reicht. Kommst du dahin? So, dann brauche ich jetzt als erstes mal 4 Motoren. Dann brauche ich die 4 Pistons und ich habe mal wieder die Platten vergessen. Die vergesse ich eigentlich immer. Muss ich jetzt hoffen, dass die reichen. Dann hätte nämlich das Alu auch gereicht. Ah, und das Kabel hat auch gereicht. Super. Advanced Bending Machine. Perfekt. Wir haben jetzt eine MV Bending. Die kommen dann gleich da drauf. So, dann brauchen wir gleich nochmal Circuit Nummer. Ja, was brauchen wir denn für die Dance? Denn wir wollen ja den Spade bauen. Neun Ingots in 9er Circuit. Okay. Hab ich mal gesagt, machen wir gleich. Dann brauche ich jetzt 9. Ich brauche Stahl dafür, ne? Ja. Also das heißt, ich brauche schon mal 27 Stahl. Dann habe ich das. Dann brauche ich mein Weeding Tool, einen Hammer, eine Feile und ich brauche einen Long Wood Stick. So, Spruce Wood.
In die Place. Longwood Stick. Passt. So, mache ich gleich da vorne. Also das haben wir schon mal. Hammer und Pfeile. Pfeile und Hammer. Dann brauche ich noch das da. Das ist frei. So, halt, stopp. Und jetzt muss ich gucken, ich brauche die Nummer 9. Dahin und du kommst dahin. Und rein. Das wird halt irgendwann auch ein Einser. Wobei ich brauche den halt momentan nur für das. So, lassen wir den schon mal laufen. Derzeit können wir das wieder hier ausleeren. Einmal 19 Zellen. Einmal 23 Zellen, passt. Noch ein bisschen nervig, aber geht nicht anders. Macht ja dann auch irgendwie wegen Spaß, weil ich dann sehe, was alles dazu kommt. 23 Stück, das heißt, du kommst da rein. Das heißt, das Oxy kommt raus. Kommst da rein. Wir kommen sofort, denen es immer weniger werden. Das waren doch schon mal 55. Durch, jawohl. Dreimal Dance Steel Plate. Dann kommst du jetzt dahin, dahin und dahin. So, dann habe ich den Spade. Das wäre jetzt sozusagen auch eine unendliche Ho. Und das Ding hat eine bessere Chance, an Seeds ranzukommen. Schauen wir mal, da, genau, da ist er. Ich könnte jetzt sogar hier mir noch einen Seed holen. So. Wedding Trowel, Hoe und Schaufel. Ich sehe gerade die Bienen immer nach oben steigen. Ah, nee, das ist Dampf. However, you can right click to get seeds at sea. Okay. Also, das ist gerade lustig. Also. Wir gehen jetzt mal hin, machen einen Rechtsklick. Das heißt, ich habe jetzt, ja, ich habe jetzt die Farbe rausbekommen, aber nicht das, was ich eigentlich brauchte. So, jetzt gehe ich da hin und kann mein Seed wieder reinklicken. Da ich ihn ja schon analysiert habe, sieht man jetzt,
Ich habe, das ist auch ganz gut zu sehen, ne? Ich habe jetzt hier einen Nutrient von 1, Humidity von 0 und Air Quality 6. Und ich stehe hier auf Temperated Forest, also ich hier auch bin. Also 106. Und das ist eine 242. Das ist auch eine 242. 126. Also das heißt, ich habe jetzt hier ich habe hier eine Humidity drin von 0 und hier hätte ich eine Humidity drin von 2. Aber wir haben uns ja wegen was gecraftet. Also das heißt, dass ich klicke jetzt mit der Hydration Cell drauf. Hat er jetzt was verbraucht. So, und jetzt hat er eine Water von 199. Das heißt, ab jetzt wächst das Ding ein bisschen schneller. So, und wenn ich jetzt einen Fertilizer draufklicke, das habe ich jetzt nur noch 15, habe ich jetzt auch einen Fertilizer drin und der hat jetzt auch 100. Das Lustige ist, genau, jetzt steht auch Nutrients von 6 dort. Ja, also das heißt, das ist jetzt nach oben gegangen. Das heißt, darauf wächst das Zeug ein bisschen schneller. Jetzt ist auch Humidity auf 10. Ja, durch das Wasser. Und jetzt wächst die Pflanze schneller. Also wir sind jetzt hier bei 16. Okay, wir sind auf Size 3 von, also 3 von 4 und bei 19. Das ist jetzt bei 20. 24. 19. 24. 29. So, und jetzt, wenn ich noch das Sweet Eggs hätte, ja, 28. Wenn ich jetzt noch das Sweet Eggs hätte, könnte ich da auch nochmal draufklicken. Dann würde da auch kein Unkraut wachsen. Wäre natürlich super. Ne? Also da interessiert es mich nicht, wo ich schon eine Pflanze drauf habe. Aber da, wo ich noch keine drauf habe, da würde es mich natürlich Bomben interessieren. So. Wir schmeißen jetzt mal alles rein. Au, au, au. Gartensoil, Sugarcane, das werden wir auch alles brauchen irgendwann. So, aber das Wichtigste ist jetzt der Abfalleimer, den darf ich jetzt diesmal nicht schon wieder vergessen. Habe ich den mir schon ausgesucht? Nein, und zwar den Trash. Trashcan. Ich brauche 7 Eisenplatten, vier Eisenplatten und eine Enderperle. Wie gesagt, das ist jetzt wichtig, dass die jetzt läuft. Wie gesagt, wir können mal schnell einen Test machen. Ich habe ja schon da draußen ein bisschen, also sozusagen eine Kiste, wo Schrottsiebe drin sind. Also alles, was, ja. Ich habe hier einen Sieb mit 000. Wow. So, und sobald ich natürlich dann irgendwann HV-mäßig weit bin, dass ich irgendwann die Orbs herstellen kann, dann wird auch noch andere Sachen wichtig. So. Schmeißen wir mal rein. Und ihr seht, es passiert leider nichts. Ja, und das wäre halt cool, wenn das gehen würde. Dass man aus IC2 Seeds auch wenigstens genauso viel macht wie bei den anderen oder meinetwegen auch weniger. Meinetwegen macht man nur 5. Aber ich würde halt auch mich freuen bei 10. So. Den Trash vergessen. Nicht rennen. Wie gesagt, es gibt ja Lava, da kann ich es verbrennen.
Dann kommst du rein und du rein. Dann hoffe ich jetzt, dass ich noch meinen Trash habe. Dann habe ich jetzt eigentlich schon mal alles da draußen. Jawohl. Trash Can von Extra Salz. Und wir haben die nächste Quest abgeschlossen. Es wird auf jeden Fall auch interessant, irgendwann mal die ganzen Quests noch zu machen. So, und dann heißt es jetzt, du kommst jetzt hier hin. So, und dann heißt es jetzt, wir haben jetzt hier den 000 und dann schmeiße ich den Reinernes der weg. Weil für mich heißt es eigentlich, und wie gesagt, man muss halt aufpassen, ne? Ich kann da jetzt auch meine Werkzeuge reinschmeißen. Wenn ich aufpasse, dann sind die auch weg. Nein, aber wie gesagt, ich werde jetzt dann halt hingehen und immer schauen, habe ich von welchen habe ich jetzt was da? Ja, zum Beispiel jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 4 Karotten. 3, 4, 0 klingt ziemlich gut. 4, 1, 0, 3, 3, 0, 1, 3, 1. Ja? Also muss ich halt mal gucken. So, wir sind jetzt hier bei 2 von 4, bei 2%, 52%. Was schön ist, dass die Luftqualität bei 6 ist. So, kann ich mir noch so einen Scanner bauen? Ein Portable Scanner. Dafür baue ich die HV-Batterien. Nein. Circuits, nicht Batterien. Sensoren, Emitter, Computermonitor, das wird noch nicht reichen. So, was man jetzt halt zum Beispiel, was jetzt halt ein bisschen doof ist bei den Crops. Ja, man müsste jetzt sozusagen ausprobieren. Ich habe jetzt hier eine Pflanze und die wächst nicht. Die wächst einfach nicht. Das ist jetzt White Stone Alley. Und White Stone Alley kann man jetzt halt sozusagen für sich selber rausfinden. Müsste Marble sein. Das heißt, wenn ich jetzt, glaube ich, da Marble drunter setze, fängt der auch das Wachsen an. Aber wie gesagt, wenn man jetzt da draufklickt. Ich habe jetzt eine Tulip Tier 2. Habe jetzt hier auch eine Tulpe Tier 2. So. Das Schöne ist jetzt, so, jetzt kann ich das dann nämlich gleich platt machen. Und dann schauen wir mal, was da noch alles drin ist und dran ist. Au. Was halt das Schöne ist bei den Crops, ist zum Beispiel, da wächst jetzt Kaktus drauf. Ja, und bei Kaktus kriegt man Schaden. Was bei AgriCraft auf jeden Fall in der 1.7.10 noch nicht ist. Dann gebe ich jetzt hier Purple ab und ich gebe hier ab Dandelion. Ja, perfekt. So, das heißt, ich kann jetzt da draußen an meinen Feldern weiter rumbasteln. Wie gesagt, ich mache jetzt nichts anderes, was ich jetzt gerade mache. Ich muss halt immer warten. Ah, da ist jetzt zum Beispiel Weed entstanden. Oh, und der macht den schneller weg. Das ist cool. Ja, ich muss jetzt halt warten, bis die da sind. Dann kann ich den in der Mitte machen. Und wenn der dann in der Mitte entweder dasselbe ist wie der, also auch Tulpen, dann wird die ersetzt. Oder es kommt was anderes und dann wird es halt immer ausgebreitet. So habe ich es hier auch gemacht. Und wie gesagt, und was der Boden noch an Vorteil hat, man braucht kein Wasser.
Also das sozusagen, ich könnte das dann hier dicht machen, aber das geht halt erst, wenn ich die ganzen Pflanzen dann sozusagen auf diesen Boden verfrachtet habe. Darum wird es jetzt peu à peu alles hier rüber wandern. Ja, das heißt jetzt, der da kommt dahin. Und baue ich den ab. Und dann lasse ich es wieder wachsen. So je das die ganze Zeit. Perfekt, oder? Naja. Sieht man nicht. Okay, das war jetzt ein normaler Seed. Weil halt noch nicht verbessert wurde. Aber das geht auf jeden Fall schon weitaus schneller, finde ich super. Ja, das heißt, jetzt haben wir fast die Reihe auch weg. Machen wir das mal so weit. Dann habe ich meinen nächsten Boden. So, du bist ein Tier 3. Du bist ein Tier 2. Ich bin nämlich beim Überlegen. Das ist eine Tier 4 Pflanze. Habe jetzt hier einen Kokumba sieht, den analysiere ich jetzt auf jeden Fall mal. Ich hoffe, dass der wenigstens ein bisschen vernünftig ist. Wenn der vernünftig ist, lasse ich den nämlich mal daneben liegen. Kann dann, ich weiß es jetzt nicht, ob es so ist, aber ich schätze mal, die Chancen werden halt ein bisschen höher sein, wenn man halt die gleichstufige Tiers verwendet oder ein bisschen drüber. So, wir haben eine 4-5-2, das klingt ganz gut. Und wie gesagt, dass ich dann daraus irgendwann die perfekten Pflanzen mache, dafür brauche ich dann auch noch YouTube Matter. Ja, und ich habe noch keine Ahnung, ab wann ich YuYuMeta herstellen kann. Ob das vielleicht sogar schon möglich ist. So, ja. Das heißt jetzt, das geht halt die ganze Zeit und man sollte halt immer. Ja, ich habe jetzt hier Melon. Nehme ich jetzt halt dann das und dann habe ich hier Pumpkin. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Da habe ich auch eine Tier 3. Du bist der Tier 2. Tier 2, Tier 2. Indigo ist Tier 2. Also wie gesagt, dann mache ich die Farben und alles drum und dran. Das lasse ich jetzt einfach erstmal alles sauber laufen und mache halt immer hier. Aber es muss halt ausgewachsen sein, meine Cropsticks sind. Und hoffe halt, dass ich endlich mein Sticky Reed kriege. Dafür mache ich das nämlich. Aber ich habe schon eine wichtige oder eine gute Pflanze bekommen. Und das ist die hier. Und die wollen wir noch analysieren. Au. Ich hoffe, dass ich nicht die Dornen im Fuß habe und Freunde bin zum Rausziehen. Anna und Seed und Milkwort. Ja. Das heißt, aus denen bekommt man, soweit ich weiß. Ah, das ist Pumpkin. Muss ich gucken, ob ich. Habe ich Milkwort bekommen? Und wenn, ja, nein, weiß nicht. So, Milkwort ist eine. Eine 300. Also die muss ich versuchen zu vermehren und zu verbessern.
dahin, kommst da rein. Eine Milk Ward ist eine Tier 6 sogar. Perfekt. So. Auf jeden Fall Kommentar halt Milk. Milk. Milk Ward, genau. Da kommt das Zeug raus. Und das Zeug kann man halt in den Extractor machen, dann kriegt man Milchpulver raus. Oder man macht so einen Flutextractor und dann kriegt man halt 150 Liter Milch raus und hat noch eine 10%ige Chance auf Milk Powder. Und Milk Powder kann man halt zu 750 Liter Milch machen. Ja. Also sozusagen, das ist die GT-Version, um das da hinten, den Kuhstall, überflüssig zu machen. Die halten auch nichts von Rangern und so. Die sagen sich, nein, du sollst das mit Pflanzen machen. Dann leckt es weniger. So, dann machen wir jetzt noch die Bienen fertig. Und ja, dann haben wir auch die Sachen jetzt soweit fertig, dass wir auf jeden Fall mit den Crops weiterarbeiten können. Wie gesagt, wir haben jetzt Fertilizer, Feuchtigkeit. Leider habe ich noch kein Wheat Eggs, also Unkrautvernichter. Aber das wird natürlich auch noch irgendwann kommen. Dann kann ich nämlich immer das Wheat Eggs nämlich sozusagen in die Mitte drauf sprühen. Und ich muss mir nicht Gedanken machen, dass die kaputt gehen. Dafür ist Wheat Eggs gut. Ja. Ja, dann heißt du noch viel Spaß bei weiteren Videos, die ihr jetzt gerade eingeblendet seht. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.